aber ich wusste nicht mehr genau, dass ich die mit der Waffe freischalte, die Fähigkeit. Hau ab! Ich muss auch mal den 3-Konter-Move mal angucken. Ist jetzt Geschichte? Ja, der ist Geschichte. Komm her, ich möchte den Flügel ausreißen. Nee, gibt nichts, ne? Es gibt dann ja nicht mal als rote Orbs her. Das ist traurig. Warum konnte ich das hier jetzt kaufen? Oh mein Gott. Zum Glück habe ich trotzdem meines alles noch katzenartige Reflexe. Ground kaputt machen. Fums. Könnten wir rüber, wollen wir aber noch nicht. Wir möchten jetzt erstmal. Oh mein Gott. Du kleines Arschloch. Du kleines dreckiges Arschloch, ey. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, wenn ich am Seil bin und versuche, da was zu pendeln und dann getroffen werde, dann falle ich, glaube ich, einfach runter. Stumpf. Ah, okay, das ist der 3-Konter-Move. Okay, ne? Kann man mal machen. Kaffee. Ja, das wäre gediegen. So. Guck mal, gehst du noch weiter nach oben? Ich weiß nur nicht genau, wo ich als erstes hingehen soll. Ich glaube, ich gehe aber erstmal hier oben lang. Weil entweder ist das ein optionaler Weg. Oder möglicherweise komme ich dann auch zu den scheiß Bogenschützen, die ja in der Ecke chillten. Okay, Ressourcen brauche ich jetzt gerade keine, weder Energie noch Mana. Ah, guten Auge, nehme ich immer gerne. Wie stressig die Musik hier auch gerade ist, ne? Mein Herr. Arme doch mal durch. Das kriege ich auch kaputt, das kriege ich auch kaputt. Oder auch nicht. Kaffums. Ich kann alles kaputt machen. Geil. Die Harpien sollen mal nicht mehr auf die Zwiebel gehen, ey, echt. Ja, ja. So. Himmelarsch. Ich werde jetzt, glaube ich, erstmal hier lang gehen und versuche mich um die Bogenschütze zu kümmern. Bitte schlag mich. Nun. Der ist besser, der Move, weil der bei mir nämlich in der Nähe bleibt. Achso, let the rage of the gods guide you, Kratos. Der ist nämlich gerade wieder aufgeladen und rechts seht ihr. Ach, guck mal. Noch einer. Ach, shit. Na gut, 28 jetzt ist auch nicht verkehrt. Oh, hey, nee, ich will doch die. Oh, es ist ruhig. Oh, es ist gut. Oh mein Gott. Ich genieße gerade die Ruhe. Aber so richtig. So. Treffe ich da schon jemanden? Ich bin mir nicht ganz sicher, um ehrlich zu sein. Ja, okay. Gut, ich glaube, jetzt ist die Luft rein. Nein! Okay. Ah, nee, alles klar. Ich dachte, ich lasse dann ja direkt los. So. Du kleine Radde. Zack, zack. Okay, Mana. Auf jeden Fall Mana. Dann ganz viel Rot. Und noch mehr Rot. Und noch mehr Rot. Ah, ich kann sogar nochmal grün nehmen. Geil. Aber nett. Hinterher die roten Orbkisten, ne? Da ist auch so viel drin. Also ich weiß nicht, ob es mit dem Spiel so ist. Auf jeden Fall im zweiten Teil. Wenn wir hinterher nämlich feststellen. dass da echt, keine Ahnung, so dreimal die komplette Leiste dann gefüllt wird von meinen roten Orbs. Das ist auf jeden Fall immer dann sehr, sehr befriedigend. Also, da habe ich immer so ein bisschen Schwierigkeiten, das immer so auseinanderzuhalten. Was jetzt im ersten Teil war, was im zweiten Teil war. Zumindest von den Spielen halt. Ja, von der Story her weiß ich das und von den Bossen. Aus von Spielinhalten ist immer so eine Sache. Aber egal.
Solange ich nichts Weltbewegendes vom zweiten Teil verrate. Was ist das? Kann ich hier was machen? I must get across. Release the lever, extend the bridge. No, I won't let them get me. They won't get across. These monsters, they'll tear me apart. Coward. Tja, ich muss ihn jetzt leider töten. Damit er nämlich losgelassen wird und die Brücke zu mir kommt. Aber erstmal gehen wir da weiter. Ist noch irgendwas? Ja, eine Abkürzung. Ah, okay, jetzt raff ich dann auch, wie das Aufgebot ist, okay. Da war nämlich ganz am Anfang schon. Ey, können wir uns mal eben kurz die Orts, die Orbs zusammen schnabulieren. Gut. Hier scheint es wieder ein bisschen gediegener voranzugehen. Das ist schon eine Musik, die ich jetzt erstmal so erwarten. Ah, auch schon wieder 4 Stück von den Viechern, ey. Nicht schlecht. Ja, damit! Und eine Phönixfeder. Das ist eigentlich auch relativ interessant so von der Entwicklung her des Gameplays. Also gerade heutzutage gibt es ja auch super viele Spiele, die halt so Demon's Souls, Dark Souls angelehnt sind. Ne, also halt mit einem cleveren Kampfsystem, wo man wirklich dann auch ein bisschen strategisch agieren muss und so. Und die ersten Züge, wo ich in die Richtung Kampfsystem hatte, war wirklich das Spiel. Weil gerade jetzt hier so, sowas war heiß, sonst war es halt meistens wirklich hau drauf, ne, und vielleicht hier und da mal, okay, bei dem Gegner muss ein bisschen vorsichtiger sein, aber dann gehst du einfach immer einen Schritt zurück, wenn ein Angriff oder sonst irgendwas. Also das erste dann so mit Kontern, Blocken und so ein Kram, das war eigentlich wirklich das Spiel hier. Also mit Ausnahme von Beat'em Ups natürlich, ne, ist ja klar. Weil da hatte ich nämlich auch damals, aber da kommen wir dann auch noch Lovers Let's Plays zu, bei einem bestimmten Gegner nämlich sehr, sehr viele Probleme damals. Weil ich mir gedacht habe, Alter, wie soll das denn gehen? Aber wenn man das sich dann darauf einlässt und weiß mit Kontern und so und dann die nötige Geduld vor allem hat, die hatte man früher ja auch nicht, ne? Muss ja bedenken, aus was für einer Generation ich stamme. Arcade-Gameplay, schnelles Gameplay. Schnell durch an den Gegnern vorbeilaufen, damit man noch ein Leben hat, ne? Und keine Gefahr, die Energie zu verlieren. So nach dem Motto habe ich das immer gelernt. Ich stand genau kaputt. Wumps. Ja, noch sind die echt nicht so ertragreich, die Kisten. Ich habe gerade oben drauf geachtet, wie schnell sich denn die Leiste füllt. Ist ja fast gar nichts. Ich glaube, es sind noch fast alles hier einer Orbs. Was ist hier drin? Ach, auch. Wenigstens eine 2. Immerhin. Wo bin ich nun? In den Katakomben Athens. Oh. Oracle! Kratos! Praise Athena, you've arrived! No! Kratos! Kratos! Find me! You must find me! Athens depends on it! Toll. Jetzt haben wir sie gerade gefunden, ne? Ah. Aha, guck mal. Ihr seht da der auch rechts da. Oh mein Gott! Bitte, bitte. Ich möchte jetzt nicht. Ich weiß nicht, wie ich da jetzt dann hinkomme. Weg irgendwie machen? Nee. Ja, komm, lass mal speichern. Ich würde mir auf jeden Fall gerne irgendwie mal so eine Abkürzung erstellen lassen. Weil ich möchte ja wirklich ungern runterfallen. Aber ich muss ja eh runter, ne? Weil wenn ich die Kisten haben will. Das war so schlecht.
Ah! Oh! Dankeschön. Wo kommt die denn her? Oh, ich liebe dich. Oh mein Gott. Miep, miep. Ja, ja, ja. Einfach den hier so. Zack, machen wir den hier. Nee, ich komm da nicht hin. Ich weiß wirklich nicht, wie ich da hinkomme. So ein Cheat. Kann ich irgendwas da hinschieben oder so? Das sieht ja eigentlich fast danach aus, als könnte ich da irgendwie einen Stein hinschieben und dann käme ich von hier aus da hoch. Aber hier ist kein Geröll oder sonst irgendwas. Oder? Hier ist ja bis mittlerweile was hingekommen. Oh, nee. Nee, ich kann da nichts schieben. Schade. Ja, es gibt auf jeden Fall irgendwie einen Weg, aber der. Ich kenne ihn jetzt gerade nicht. Vielleicht ich das vorher machen soll, vielleicht. Oh. Hä? Wo läuft es denn da noch? The woman is dead. Die Frau ist Vater. So, Mann, ey. Es ist trotzdem sehr unbefriedigend, ne? Ich will dahin. Und jetzt, wo ich mir gerade so die Perspektive angeschaut habe, bin ich mir fast sicher, dass wir da irgendwas hinschieben müssen. Zeitpunkt kriegen wir das nicht. Fuck! Mann, ey. Auf jeden Fall über so ein Ecksprung garantiert nicht. Also dafür ist das Spiel auch gar nicht ausgelegt. Ja, 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 komm. Ja, 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 komm. Ich bin viel zu lange hier. Komm! Geh kaputt! Ja, ist jetzt egal, komm. Auch wenn es weh tut, ne? Aber es ist mir jetzt egal. Aber auch nur, das ist jetzt ein Unterschied. Zum Beispiel, hätte ich das jetzt blind gespielt, dann hätte ich da auf jeden Fall für alle Fälle rangeholt. Weil ich halt auch nicht das Wissen gehabt hätte, dass ich auch anderweitig alles kriegen kann, ne? Also sprich, maximal Energie und Mana und so ein Kram. Beziehungsweise es nicht die Notwendigkeit besteht, dass ich jede Kiste jetzt auf jeden Fall mitnehmen muss. Kaffroms! So, so viel Zeit muss sein. Kiste. Komm! Zieh hoch! Ich krieg sie nicht hoch. Egal. Entschuldigung. Nein! Warum ist die Schwerkraft bei euch so gut? Ja, aber, also, ich glaube aber schon, also irgendwie bin ich wirklich schlecht geworden in den Spielen, oder dass in späteren Teilen mehr Dynamik vorherrscht. Also man halt dann quasi auch während des Angriffs immer kurz pausieren kann, um dann zu blocken, ne? Also dass man dann halt wirklich absolut flexibel ist, was das angeht. Weil hier muss erstmal noch die Attacke beendet werden. Ach, Tempel des Orakels, alles klar. Aber warum wurde die denn hier hingebracht? Das würde mich mal interessieren. Und hier ist, glaube ich, der Gegner, den ich letztes Mal erwartet hatte. Oder? Nee, ist aber auch nicht. Ach, sie ist die Kamikaze-Harpien. Okay. Boah. Ich finde die Gegner total undankbar, ne? Aber die geben ja jetzt ja wenigstens ein bisschen was her. Aber wenn die dann so ein oder zwei Orbs hergeben, ne? Und man trifft die kaum, weil die letzte Zeit durch die Gegend eiern. Ah, da ist mal wieder was, wogegen ich kämpfen kann. Super. Hallo. Was geht? Ah, gib mir auf die Zwiebel. Uiuiuiuiuiui. Das ist eigentlich eine relativ gefährliche Kombination. Da fällt mir gerade nur so ein. Wie die Medusen und die Harpien. Weil, also nicht die Medusen, sondern Gorgonen sind es ja eigentlich, ne? Es gibt ja nur eine Medusa. So. Pfiaus.
Ah, komm. Ich hab keinen Bock, versteuert zu sein. Kabombs! Ich mach jetzt so platt, weil ich brauche keinen Mana mehr. Kein Mana mehr. Ich kann diese Explosion offensichtlich auch nicht, also diesen Kamikaze-Angriff von dem, nicht blocken. Good, my boy. Good. Athena has chosen wisely. I knew it was so. Who are you? So, you have the blades, the skin as pale as the moon. You are the one indeed. Perhaps Athens will survive at that. But be careful. Don't want you dying before I'm done with this grave. A grave? In the middle of a battle? Who will occupy it, old man? You will, my son. Oh, I've got a lot of digging to do indeed. All will be revealed in good time. And when all appears to be lost, Kratos, I will be there to help. Don't disturb me now, son. I've got my work to do, and you have yours, and precious little time left to do either. Ist hier noch irgendwas? Nope. Bekloppter Charakter. So. Ah, cool, nochmal zwei Kisten und einen Speicherpunkt. Ja, ich überlege gerade. Ah, guck mal auf den Tacho. Na komm, mach das Ding da auf, komm, Baby. Prrr. Dankeschön. Ja, ich glaube, ich mache jetzt hier auch für heute Schluss. Mache jetzt die zerwote Kiste hier noch eben auf. Okay, ein Gorgonauge noch. Haben auch schon wieder ein bisschen was verdient. Ah, guck mal da oben, ne? Da ist auch noch was. Wie komme ich da? Sieht gerade so ein bisschen noch so aus, als hätte ich da was kaputt machen können. Ist aber wohl doch nicht der Fall, leider. Ja gut, da kommen wir schon irgendwie hin, bestimmt. Vielleicht mal dran denken, zu Weihnachten. Nee, ich speichere dann eben ab. Dip, dip, dip. Vielleicht aber möchte ich nicht hier nur einmal kurz in der Ecke hier mal so umschauen. Ah, guck mal, da ist nämlich auch noch eine Kiste. Nee, gut, okay. Ja, das war's auf jeden Fall für heute. Wie viel Spielzeit haben wir jetzt auf dem Tacho? Vermutlich 2 Stunden. Ja, ein bisschen mehr. 2 Stunden 10 oder so. Ist schwierig zu bewerten, wie weit ich jetzt bin, weil... Oh, Entschuldigung, guck mal, jetzt eigentlich nicht mehr, aber es ist nicht mehr so viel. Ich habe jetzt geschätzt, dass ich so 6 bis 7 Stunden für das Spiel brauchen werde und das ist auch ungefähr der Fortschritt, den wir jetzt, glaube ich, haben. Aber ganz so genau kann ich mich jetzt schon nicht mehr daran erinnern. Aber ist ja egal. Ich will auch gar nicht, dass das Spiel vorbei ist, weil es macht echt Fun. Also das funktioniert auch heute noch vom Gameplay her und von den Kämpfen her super. Einzige, was jetzt natürlich immer ein bisschen blöd ist, ist natürlich die Sprungsteuerung, ne? Aber das ist ja auch nicht darauf ausgelegt. Kommt hier und da mal eine Passage und dann war's das. Aber ansonsten echt auch heute noch super. Ne? Also wenn ihr dann mal die God of War Remaster Collection mal bei PlayStation 4 im Angebot sehen solltet oder so, ne? Oder auch für die PlayStation 3, kann sich auf jeden Fall reintun. Das sind sehr angenehme Platin-Trophäen. Ist nicht zu einfach, ist jetzt aber auch nicht zu schwer. Und gerade im ersten Teil, das werde ich euch dann nämlich wahrscheinlich auch noch zum Ende des Projektes zeigen, gibt es eine Sache, die ist echt hart gewesen als Trophäe. Aber gut, soweit sind wir ja noch nicht. Jetzt erstmal danke fürs Zuschauen auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen, die Aufnahme hat euch gefallen und ja, dann geht's dann beim nächsten Mal im Tempel des Orakels weiter. Also, bis dahin, tschüss.